Hallo, Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin und der Kanal hier. Und wie ihr wisst, unterhalte ich mich auf diesem Kanal sehr gerne mit sehr sympathischen Menschen, die etwas mit Kunst erschaffen zu tun haben. Und das tut mein Gesprächspartner heute auch, der liebe Kevin, und zwar der liebe Kevin Yves Fonding. Sei gegrüßt. Hallo. Danke Lieber erstmal für die Kevin, du Einladung, hast, ne, für die Möglichkeit. ja, sehr gerne. Du hast angefangen zu schreiben. Ich möchte gerne von Anfang an von dir wissen, warum. Wie hat das angefangen? Was war der Auslöser? Und vielleicht noch ein bisschen, warum schreibst du als Ausdruck? Ja, also angefangen hat's, jeder kennt das wahrscheinlich, ne, man hat viele Ideen, ne, also man hat irgendwie eine Inspiration bekommen, hat man eine Idee und dann lässt die einen erstmal nicht los, ne, dann trägt man die mit sich und meistens ist aber so, dass man dann nichts aufschreibt und irgendwann ist sie weg. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, dass dann irgendwann mal eine Idee kam, die dann anscheinend so fesselnd für mich war, dass ich die dann wirklich doch über Monate mit mir rumgetragen habe. Und das war im Zeitpunkt ungünstig, das war kurz vor meiner Bachelorarbeit damals. Das heißt, eigentlich hätte ich den Fokus woanders drauflegen sollen, aber es hat mich nicht losgelassen. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, bevor ich jetzt meine Bachelorarbeit schreiben kann, muss ich das irgendwie zu Papier bringen. Da habe ich erstmal Worldbuilding betrieben. Ja, ich habe mir gedacht, das machst du in so zwei, drei DIN A4 Seiten. Am Ende waren es irgendwie 100. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, jetzt steht das, es ist alles aus dem Kopf raus und jetzt kann ich meine Bachelorarbeit schreiben. Und dann habe ich die erstmal geschrieben. Und als sie dann fertig war, habe ich gedacht, jetzt hast du halt die 100 Seiten, jetzt musst du auch was damit machen. Und dann habe ich halt angefangen, erstmal ein Buch zu schreiben. So, das war so der Anfang. Das ist ja mal ein alternativer Anfang im Vergleich zu den anderen, die ich so kenne. Die meisten haben ja irgendwie schon so einen Ausdruck literarischen Hintergrund oder ähnliches, ne? Aber es war eigentlich ganz praktisch oder pragmatisch einfach nur oder lösungsorientiert. Also ich bin immer einer schon gewesen, der sich sehr mit Storytelling faszinieren konnte oder beschäftigt hat auch. Aber es war jetzt nicht immer klar, dass ich schreiben würde. Also ich habe jetzt auch viel dann so im Filmbereich geguckt. Aber da war das Problem, dass man halt sehr viele Leute halt irgendwie auch kennt, die dann irgendwie Kamera, das war relativ schnell klar, das wird nichts. Ich habe da nicht die Leute in meinem Bekanntenkreis, die da irgendwie da Expertise haben. Ich selber hatte auch keine. Man hat sich da so ein bisschen was angelesen. Dann habe ich kurzzeitig versucht, so mit im künstlerischen Bereich, mit Comics, Mangas, so ein bisschen, aber ich habe auch schnell gemerkt, dass ich halt auch da schon okay bin, was meine Kunstfertigkeit angeht, aber auch nicht wirklich so, dass ich sagen könnte, gut, da kann man das jetzt mal veröffentlichen oder halt wirklich langfristiges Projekt starten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gibt es das Schreiben, das hast du in der Schule gelernt. Ja, mein Bruder ist auch halt so ein bisschen in diesem Schreibkreis drin, er meinte einfach, schreib's doch einfach auf. Ja, also, und da war ich in der Schule, war es nie so gut in Deutsch zum Beispiel. Also ich habe zwar Deutsch-LK und alles gehabt, aber die Noten waren nicht gut. Mir wurde immer gesagt, du kannst nicht so gut schreiben. Habe ich gesagt, okay, das kannst du verlieren, schreib's einfach mal auf. Ne, die ersten Sachen waren auch nicht gut, ist auch klar. Aber das Interesse war da. Ich habe gemerkt, der Prozess, der hat mich sehr auf jeden Fall noch abgeholt. Ne, konnte viel dann mit anfangen, viel auch so ein bisschen emotional dann auch vielleicht ein bisschen mit reinbringen. Und da habe ich gesagt, ja, lernst halt einfach schreiben jetzt. Und da habe ich halt mich viel auch mit Grammatik nochmal beschäftigt. Da habe jetzt auch im Lehrerkreis viele Deutschlehrer auch, meine Freundin ist Deutschlehrerin, die mir da geholfen haben. Und so bin ich dann da reingekommen, dass ich gesagt habe, okay, Schreiben ist doch ein cooler Prozess. Und den kann ich vor allem alleine machen. Das heißt, bin ich abhängig von anderen Leuten, außer die das dann korrigieren müssen oder mal so ein bisschen Feedback geben. Und da bin ich dabei geblieben, weil ich gemerkt habe, dass das halt irgendwann so ein bisschen auch Teil von meinem Leben geworden ist. Ja, sehr spannend. Hört sich auch ein bisschen so, also pragmatisch und auch verstandesmäßig an, also auch als Handwerk, ne, als Hilfe. Aber du hast auch eine sehr kreative und ich glaube auch intuitive Seite an dir. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Jetzt hast du, glaube ich, studiert Geschichte, Philosophie, ne? Genau. Genau. Was wolltest du denn da ursprünglich mitmachen? Wir wissen, du bist Lehrer, also was du damit jetzt gemacht hast. Aber war das der Ursprungsplan oder wolltest du? Das war der Ursprungsplan, ja. Ah Das ja, okay. war, aber Philosophie war ein Zufall. Unfall sage ich auch gerne, ein glücklicher Unfall. Ja, ich hatte nie Philosophieunterricht, hatte halt immer Religionsunterricht. Leider ist es in Schulen ja immer noch so, dass Philosophie so ein bisschen Religionsersatz ist. Ist jetzt immer noch, ich leide immer noch drunter, aber man versucht das zu etablieren, ne, dass es auch schon eine klare eigene Wissenschaft dann ist. Dann habe ich halt gesagt, möchte mich studieren. Mein Abi war jetzt nicht das Beste. Geschichte war klar, war immer mein bestes Fach. Deswegen war das schon mal gesetzt. Dann dachte ich eigentlich Deutsch. Ja, weil ich dachte, das hast du dich schon mit dem Schreiben so ein bisschen beschäftigt auch. Ne? Dann kannst du auch Deutsch machen. Habe dann aber schnell gemerkt, dass Deutschunterricht, Schule nichts mit so kreativem Schreiben zu tun hat. Zumindest damals, als ich noch studiert habe. Das hat sich jetzt auch ein bisschen gewandelt. Habe dann gesagt, okay, du musst erstmal reinkommen. Was hat kein NC? Philosophie. So, dann war mein Plan, ich wechsle irgendwann.
Da saß ich aber zum ersten Mal so einer Philosophievorlesung, Einführungsvorlesung, und dann dachte ich mir so, wieso hat mir das noch nie jemand erzählt in meinem Leben? Das sind ja wirklich grundlegende Fragen, die ja jeder Mensch sich irgendwann mal stellt, aber dann halt systematisch und auch vernünftig aufgearbeitet. Und dann bin ich halt dabei geblieben. Und dann gab es halt das große Problem, dass man dann mit diesen Fächern oder der Fächerkombination muss man dann oft zur Studienberatung. Die legen einem dann sehr nahe, dass man doch bitte noch ein zweites richtiges Hauptfach dazu nehmen soll. Auch wegen Berufschancen und allem. Habe dann gesagt, gut, da wird es halt ein bisschen schwieriger sein mit dem Beruf finden später. Aber Hauptsache, ich habe irgendwas, was ich auf 50 Jahre machen kann, ohne dass ich es dann immer nervig finde. So. Dann war es dann auch so, da musste man so ein bisschen über Umwege, habe viel als Vertretungslehrer nach meinem Referendariat gearbeitet. War auch zeitlang relativ verzweifelt, weil es dann nicht ganz so einfach war mit der Jobsuche. Aber dann gibt es ja immer noch den guten alten Lehrermangel. Das heißt, alle Schulen so, sind sehr, sehr, sehr verzweifelt auf der Suche nach Lehrern, die sie dann auch fachfremd einsetzen können. Also ich unterrichte jetzt auch relativ viel Deutsch, obwohl ich gar kein Deutschlehrer bin. So, und dann ist man so dann doch da reingekommen. Und jetzt bin ich halt drin und bin auch froh, dass ich eigentlich meine Fächer habe. Und ich merke immer, wenn ich Deutschunterricht machen muss, ist das jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Sondern macht es natürlich, ich versuche auch so ein bisschen kreatives Schreiben, wenn es geht, mit reinzubringen. Aber eigentlich, ja, man verschreckt, meiner Meinung nach verschreckt man halt junge Schüler und Schülerinnen mit Deutschunterricht fürs Schreiben. Ja, das ist richtig. Genau, darauf wollte ich auch noch kommen, aber können wir gerne gleich drauf kommen. Wie ist die Annahme dessen, was machst? Also du machst in der AG, machst du noch kreatives Schreiben? Genau. Und wie ist da die Annahme? Also die rennen dir ja nicht die Bude ein, aber. Also ich kann ja sagen, es war ja, ich wurde erstmal ausgelacht. Damals, als ich einen Vorschlag gemacht habe im Bewerbungsgespräch, war es erstmal so ein bisschen Gelächter, weil wir kennen ja auch die Schülerschaft, ist das auch eine Gesamtschule ja auch schwieriger Bereich, Einzugsbereich. Also es ist nicht so die, die aus guten Familienhäusern kommen. Das ist eh schon schwierig mit Schreiben, Lesen generell. Die gute Grundfähigkeiten sind bei den meisten schon nicht ausgebaut. Gesamtschule, machst du, sorry, Genau. ist einer, genau. Gesamtschule, ja, einer eher quasi schweren Einzugsbereich, also ein bisschen Brennpunkt auch. Und da habe ich halt gesagt, ich würde gerne eine AG zum kreativen Schreiben anbieten. Dann gab es erstmal in der Kommission, der Einstellungskommission, Gelächter. So, und am Ende habe ich auch erstmal am Anfang die Bastel-AG übernommen. Oh, wie Habe mich jetzt aber doch süß. durchgesetzt. Ich habe mich jetzt durchgesetzt, habe auch gesagt, Leute, ich habe mir jetzt ein Jahr Bastel-AG hier zugemutet. Jetzt möchte ich meine AG machen. Ja, auch wenn da Leute, vier Leute jetzt drin sind. Und die vier Leute, die finden es gut. Das Problem ist, wie gesagt, die meisten Leute verbinden mit kreativem Schreiben, vor allem junge Leute, erstmal Deutschunterricht analysieren und sonst was, was man da so im Deutschunterricht macht. Und Ja. das finde ich natürlich alle nervig, ne? Ist ja klar. Und jetzt bei mir merken die, das hat gar nichts damit zu tun, ne? Also die entwickeln auch, wenn ich habe auch einen, der jetzt quasi unfreiwillig in meiner AG gelandet ist, weil er nichts gewählt hat. Und der ist jetzt begeistert davon. Das war auch Ja, so einer, super. schreiben, hä, wieso schreiben? Und jetzt ist er begeistert, freut sich, kommt gerne. Ne? Weil man muss ja mal zeigen, schreiben kann mehr sein als nur quasi ein Gedicht analysieren. Ja, im normalen Deutschunterricht ist das halt, ich weiß das von uns früher auch noch, wir hatten, glaube ich, noch ein paar andere Dichter als ihr heute, die wir analysieren durften. Es war jetzt nicht so, war nicht so sexy, das kam ja bei mir auch erst später, auch dass ich schreibe ja auch selber Lyrik. Ja, aber ich habe hier auf dem Kanal wirklich immer mal wieder ganz junge Leute, die in der Tat auch Lyrikerinnen oder Lyriker sind und auch gerne darüber sprechen. Also es gibt es. Die Hoffnung stirbt nie, stirbt zum Schluss, die gibt es also Das ist wirklich. ja auch okay, ne? Das finde ich Das auch toll, ja. ja, muss es ja auch geben, sage ich immer. Ja, und Philosophie finde ich natürlich auch spannend, weil der Background ist das natürlich auch schön für die Literatur sowieso, ne? Auf Und jeden Fall. generell als Ideengeber und so finde ich Philosophie natürlich sehr, sehr, sehr spannend, obwohl bei uns eher als Ersatz für Religion eher Ethik da angeboten Ja, wird. das ist ja bundeslandabhängig. In NRW ist es ja dann praktische Ach so, Philosophie. okay. Also auch nicht so richtiges Philosophieren. Ne? Es wird ja versucht, in Sek 1 Philosophieren so ein bisschen zu entkoppeln von der eigentlichen theoretischen Philosophie. Das heißt, da geht es auch viel um Ethik. Also die meisten Themen sind auch eher ethische Themen. Ne? Okay. Das ist halt, wird halt überall anders genannt, aber im Endeffekt machen wir alle doch da so ein bisschen das Gleiche. Ja. Finde ich übrigens einer der wenigen sinnvollen Fächer in der Schule generell, aber wir wollen ja heute über das Schulsystem sprechen. Wir wollen ja über dich reden. Genau. Wir haben uns kennengelernt durch deine Einsendung bei uns für das Thema Erwachen und dann hast du uns auch was netterweise eingesendet. 7 Sekunden. Ein sehr interessanter Text, den wir auch hier verlinken werden. Und ich möchte aber trotzdem wissen von dir, wie kam es dazu? Mit was hat es etwas einen Bezug gehabt? Ja, So. also ich bin momentan über die Kurzgeschichten relativ spät für mich entdeckt. Ich war ja so ein Idiot, könnte man sagen, der sofort angefangen hat, lange Bücher zu schreiben, ohne Erfahrung im Schreiben zu haben. Das heißt, natürlich sind die alle nicht gut
nicht, oder was nicht gut, aber nicht so geworden, wie man sich das erhofft hat, würde ich mal sagen. Und dann irgendwann auch ein Tipp von einer Arbeitskollegin, was glaube ich, meint einfach, bei dir selber mal irgendwie während des Studiums auch so Sachen geschrieben hat, eingereicht hat und meinte, es ist gar nicht mal so schwierig, da mal auch veröffentlicht zu werden. Ne? Und das ist auch klar, kein oder Verlag oder keine Agentur nimmt dich an, wenn du da quasi null Sachen veröffentlicht hast. Das ist ja dann nur sehr schwierig, da musst du schon was richtig Gutes dahin schicken. Deswegen ist jetzt so ein bisschen mein Plan gewesen, okay, ich habe jetzt eh wenig Zeit durch meinen Beruf. Ne? Also es ist immer schwierig, dann so zusammenhängende Bücher zu schreiben. Probier es doch mal aus. Und hat dann schnell gemerkt, dass das mega Spaß macht, weil es halt wirklich einfach so Ausprobierungsmöglichkeiten gibt. Ich habe mit verschiedenen Stilen herumprobiert, manchmal sehr hochgestochen geschrieben, manchmal ja umgangssprachlich, verschiedene Wendepunkte und alles ausprobiert. Also das war so ein bisschen Spielground für mich, bei dem ich mich austoben konnte, merken konnte, was ist gut für mich, was funktioniert nicht. Habe dann einfach mal so auf gut Glück Sachen rausgeschickt und dann doch relativ kurzfristig Erfolg gehabt. Also ich habe jetzt davor schon zwei Veröffentlichungssammelbändern gehabt. Jetzt halt das bei Ihnen oder bei dir, das fand ich auch, war ich auch überrascht, weil ich jetzt echt so wenig geschrieben habe. Da habe ich gedacht, okay, du musst irgendwas schreiben, damit du wieder was rausschickst und mit dem Flow bleibst, ne, dass du dann nicht ganz dieses Schreiben so ein bisschen vernachlässigst. Was hat dich für den Inhalt inspiriert? Also die Menschen werden das Ja, ja das. lesen, wenn das ja noch lesen, dann wissen sie, warum ich das nochmal frage. Ja, genau, das ist so ein bisschen eine Das ist Kombination aus eine zwei fiktive Sachen. Geschichte, ne? Oder Das ist eine fiktive Geschichte, ja. Das okay. war, wie gesagt, als Schreiber ist es, habe ich jetzt gemerkt, man beschäftigt sich viel mehr mit Sachen. Man sucht ja andauernd händeringend nach irgendwie Inspiration. Das heißt, ich lese auch viel so wissenschaftliche Artikel. Und es war jetzt, waren so zwei Sachen, die da so ein bisschen ineinander flossen. Einmal, quasi, dass ja Entscheidungen eigentlich 7 Sekunden vorher getroffen wurden oder werden von einem unterbewusst, bevor man sich da überhaupt bewusst wird. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt, keine Ahnung, Burger essen oder doch lieber einen Salat, bevor ich weiß, wie ich mich entschieden habe, ist das eigentlich schon passiert. Sondern dann ist für mich so der logische Schritt gewesen, das ist ja sehr deterministisch. Das heißt, ne, sind wir überhaupt frei, können wir überhaupt Sachen wirklich entscheiden oder ist das eine Sache, eine Illusion, die wir haben? Ne, aber der eigentliche Vorgang findet quasi schon vorher statt, den man nicht so wirklich kontrollieren kann. Und das zweite war dieses Call of the Void, Phänomen, das ist ja so ein psychologisches Ding, dass ja doch viele Leute, wenn sie an einer Kante, an einem Hochhaus stehen, das Gefühl haben, es wäre gar nicht mal so schlechter, als runterzuspringen. So, das ist ja eine Sache, und dann wurde ja auch viel oder wird auch wissenschaftlich viel diskutiert. Ne, ist das jetzt, weil wir alle jetzt irgendwie so eine Todessehnsucht haben, oder ist das einfach so ein natürlicher Überlebensinstinkt, der Kopf spielt das durch? Ne, der will ja zeigen, das passiert, wenn du da jetzt runterspringst, und man fehlinterpretiert das, dass man da runterspringt. Die eine Schwierigkeit war dann, dass ich halt beides versucht habe, so ein bisschen gleichmäßig einen Text einzuarbeiten, habe schnell gemerkt, das ist da nicht so wirklich fokussiert. Und habe mich dann am Ende so ein bisschen halt eher auf das erste mit den 7 Sekunden dann quasi beschränkt und das andere ist auch noch mit drin. Also quasi das Grundszenario der Handlung ist noch mit drin, aber quasi die Story ist eher dieses 7 Sekunden-Ding. Ja, und ich sag dir auch, warum du veröffentlicht wirst, weil du nämlich so schreibst, als ob du auch mit drin wärst. Also das ist, man ist da mit drin und das drückst, du hast halt die Gabe, vielleicht das so genauso auszudrücken, dass man da mit drin ist, ne? Also dieses, du erklärst das immer schön wissenschaftlich, so verstandesmäßig, Ja. aber trotzdem ist da auch Tiefe drin und das wirkt einfach, ne? Das freut mich zu hören. Ich finde auch ganz schwierig, gerade so ein bisschen, weil jetzt kommen ja die Erfolge und nach so 5 Jahren kommen die ersten. Ich finde es irgendwie ganz komisch, dass Leute auf einmal wirklich Sachen gut finden, die ich schreibe. Das war auch lange irgendwie so, ist auch so ein Thema, ne, kennst du wahrscheinlich auch, wenn man selber irgendwie was schreibt. Dieser Anspruch an einen ist da und irgendwie diese Angst, dass alle das irgendwie schlecht finden. So, das habe ich auch immer noch. Also ich finde es ja komisch, dass ich jetzt hier sitze und halt so mal über eine Sache reden darf, ne, die Ja, man das ist, mal nee, ist auch geschrieben hat. wunderbar, aber ich bin jetzt schon, sagen wir mal, einen Schritt weiter. Ich bin ja auch ein bisschen älter. Mir ist es völlig Banane, was andere darüber Ja, denken. hoffentlich komme ich da auch mal hin. Ja, da kommst du auch noch hin. Das ist in der Tat so, weil es einfach nur, irgendwann ist es einfach nur ein Fluss, der raus muss, ne, ausdrucksmäßig. Und dann ist es auf jeden Fall, fließt das dann schon. Aber du bleibst ja trotzdem, um mal einen Blick in die Glaskugel für die Zukunft zu schauen, trotzdem irgendwie an dem Romanschreiben dran, ne? Genau, An also ich habe dem jetzt auch länger. genau länger schreiben. Ich habe jetzt quasi jetzt kurz vor den Ferien, jetzt sind ja Ferien endlich, habe ich es fertig bekommen, ne, zumindest so die erste Rohfassung nochmal bearbeitet und bin jetzt gerade dabei, das quasi an Freunde, Kollegen und so zu schicken, ne, für so ein erstes Feedback. Habe auch gemerkt, dass ich da, ne, durch den Beruf weniger Zeit auch wesentlich fokussierter schreibe. Also es sind nicht mehr jetzt 400, 500 Seiten, die da rauskommen, sondern so 300 nur noch. Aber in der Hoffnung, dass das auch jetzt wirklich alles dann auch, dass jeder Satz dann auch seine Relevanz hat und dann nicht so viel
Man kennt das ja als Schreiben, wenn man Flow ist, dann gibt es auch viel Geschwafel, was dann auf einmal mit reinkommt, was man am Ende eh rauskürzt wieder. Ne, meine Hoffnung ist jetzt, dass ich von vornherein sehr fokussiert gearbeitet habe, ne, dass da nicht mehr so viel jetzt rausgekürzt werden muss, aber das werde ich dann erfahren, wenn so die ersten Feedbackbögen dann Ja. zurückkommen. Was auch noch interessant ist, was ich glaube, was du auch gut kannst, sind Sachen, Fachbücher zu schreiben, weil du kannst sehr gut systematisch Fragen stellen. Also das heißt, du kannst wirklich jeden Punkt durchfragen und dadurch ergibt sich dann auch viel, ne? Ich glaube, da hast du auch Talent für. Also Sachen, Fachbereich. Und weil du eine interessante Schreibe hast, schlafen die Leute auch nicht ein, ne? Das ist ja Ja. bei vielen Fachbüchern ist das ja so, diese verschiedenen Menschentypen einfach die Aufmerksamkeit zu halten, ne? Das ist ja schwierig. Und da muss man ja ein bisschen so schreiben, dass man halt alle mitnimmt, ne? Und du hast eine gute Schreibe. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Oder so eine Mischung, so ein Sachfachroman, das wäre auch noch ganz gut. Ja, aber jetzt Ja, habe ich mir gerade vielleicht deinen kommt das Kopf. auch noch. Ich habe auch schon gesagt, jetzt eine lange jetzt Studienzeit wieder hinter einem. Jetzt hat man die ersten Facharbeiten wieder von Schülern, die man jetzt kontrollieren muss. Da merkt man, dass noch viele Themen einfach quasi in der Welt sind, die einen interessieren, die vielleicht auch mal für so eine wissenschaftliche Erarbeitung noch mal herhalten könnten. Aber momentan versuche ich meine Zeit zu nutzen, um so fiktiv dann quasi Sachen zu schreiben. Und Aber was sind vielleicht so kommt das ja noch mit Geld. generell deine Inspirationen, warum du überhaupt die Feder schwingst oder überhaupt in die Hand nimmst? Was ist das? Sind das spezielle Sachen oder ist das eigentlich alles? Interessiert dich alles? Nee, also ich muss sagen, generell ist das so ein bisschen sinnstiftend auch. Ne? Also ich bin lange sehr desinteressierter Schüler gewesen auch damals. Also die Schüler, die ich jetzt kritisiere, so war ich damals auch. Ne? Vielleicht habe ich auch deswegen guten Draht, viel Empathie für die Leute. Wie gesagt, dann durch Studium kam das viel, dass man auch mit vielen so Gleichgesinnten unterwegs war, ne? Auch Professoren, ne? Dozenten hatte, die auch super speziell und auch sehr viel Fachwissen hatten in ihrem Bereich. Ne? Das hat mich geprägt, Philosophie. War für mich, ne, wie gesagt, sage ich, dass es ein Fach sollte verpflichtend für alle sein. Das ist so ein großer Boost für meine Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Ich habe mich immer mal viel mehr für Sachen interessiert. Ich Ja. habe auch viel mehr so die Welt hinterfragt. Das war davor gar nicht bei mir da. Ne, war mir eigentlich alles egal. So, und dadurch kam das. Dann habe ich halt gemerkt, dass ich dann so viele Fragen habe, die ich mir auch erarbeiten muss. Emotional bin ich auch vielleicht jetzt eher der distanziertere Mensch. So, ne, und durch Schreiben kann ich das, glaube ich, ganz gut dann für mich auch verarbeiten. Ne, ich merke Ja. also, meine emotionalsten Momente sind eigentlich, wenn ich schreibe. So, und dann sagen auch mal viele Leute, die das dann von mir lesen, ne, oh, ich erkenne dich hier wieder, ne, hast du noch nie so zum Ausdruck gebracht im Gespräch zwischen uns, aber jetzt beim Schreiben habe ich dich da schon wieder erkannt. Also, es finde ich mal interessant zu sehen, dass ich dann da anscheinend doch eher emotional bin, wenn ich sonst halt im normalen Alltag eher reserviert vielleicht auch rüberkomme. Ja, und du hast auch, glaube ich, so eine Leidenschaft dafür auf jeden Fall, die gekoppelt ist mit einem, vielleicht ist es auch ein Zweckoptimist, aber du bist optimistisch und du bist auch zuversichtlich. Und ich glaube, du bist auch ein Lehrer, ich wollte gerade noch sagen, der an seine Schüler auch glaubt, ne? Also, Ja, klar. dass das aus diesem Samen so noch eine Blume, ne, werden Ja gut, wird. wenn wir Lehrer es nicht tun, wie gesagt, bei unserer Schülerschaft jetzt ist halt von zu Hause aus, gibt es halt wenig Vertrauen in die Kinder. Ne? Also irgendeiner muss es ja machen und wie gesagt, ich kenne das ja von mir selbst. Ich war ein schwieriger Schüler damals und dann gab es die zwei, drei Lehrer, die haben mich gut Ja. gehandelt, sage ich mal, ne? Die haben das verstanden und die haben auch einen großen Schritt oder einfach einen sehr, sehr viel Einfluss auf mich gehabt, auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht, auch dass ich schreibe, wahrscheinlich liegt auch an denen. So ist es nicht. Deswegen, also wir haben viel Einfluss, dadurch auch viel Verantwortung. Ne? Das kann man natürlich dann ins Negative umschlagen, wenn man das nicht vernünftig macht. Oder ins Positive. Ne? Also ich bin auch einer, der halt eher über die Beziehungsebene zu den Schülern kommt, wenn es keiner, der jetzt irgendwie super streng ist oder sowas. Ne? Ab und zu muss das sein, aber ich glaube, das hilft denen auch, wenn die merken, da ist jemand, der hat halt Vertrauen in mich, der traut mir Sachen zu. Wenn die selber trauen sich halt alles gar nichts zu. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. Und du bist noch jung. Wie ist das bei dir rein Interesse halber, weil ich habe auch einen Sohn, der ist in der siebten Klasse im Gymnasium. Wie ist das mit dir, mit den Eltern von denen? Du bist ja noch jung. Wie ist das da? Ich meine, das wirkt auch gut, ne? Mit deiner Art und Ja. Weise. Ich habe ja zwei unterschiedliche jetzt Sichtweisen. Mein Referendariat habe ich am sehr, sehr guten Gymnasium gemacht. Das heißt, die ganzen Ärzte, Anwalts, Lehrereltern, da hat man schnell gemerkt, die haben gemerkt, junger Kerl, den laber ich voll, den drohe ich mit Klagen und sowas. Aber ich bin auch einer, dem das halt komplett egal ist. Da habe ich auch gesagt, okay, machen Sie, ich habe da alles quasi dokumentiert, ne? Jede Note ist dokumentiert, können Sie mir gar nichts. So, und dann passiert da auch nichts. Ne? Aber die testen dich da schon aus. Wie gesagt, jetzt in der Schule ist eher so, da kommen die meisten Eltern gar nicht erst. Ne? Das ist Oh. halt wirklich so, der Elternkontakt ist schwierig. So Elternabende sitzen dann vielleicht drei, vier Eltern da, ne, von 30 Kindern. In meiner Klasse habe ich jetzt Glück, ich habe eine relativ echt gute Klasse, ne, die haben alle auch viel Support von den Eltern, aber
den meisten Schülern ist es halt nicht so. Deswegen das halt eher anders, dass man denen halt immer hinterher rennen muss, immer hinterher telefonieren muss. Meistens sagt man dann, okay, das bringt mit denen eh nichts. Dann versucht man mit den Kindern mehr zu arbeiten. Das ist halt, das habe ich beide Seiten kennengelernt. Also die merken schon, wenn du jung bist, testen die dich, wie weit kann ich da gehen, wie Ja. gefestigt ist er in seinem Meinungsbild. Aber da habe ich mir eigentlich nie was vormachen lassen. Das ist, da ist vielleicht auch das Gute, dass ich so unemotional bin. Mir ist das dann auch egal. Wenn dann mir irgendwas drohen, sollen die halt machen. Ja, spannend, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall mal interessant, auch verschiedene Seiten zu sehen und die verschiedenen, du hast natürlich auch mit verschiedenen Kulturen zu tun in der heutigen Zeit, logischerweise, gerade an der Schule wahrscheinlich, wo du gerade bist. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht spiegelt sich das ja auch alles wieder in dem, was von dir jetzt noch kommt, Hoffentlich, was zu ja. schreiben ist, mit Sicherheit. Was ist gerade aktuell? Wird der eine Roman jetzt fertig oder wie war das? Ja, wie gesagt, die erste Fassung ist jetzt fertig. Ne? Das ist Ja. ja so Dürfen wir noch Warhammer ganz kurz Fantasy. wissen, worum es geht? Ja, es geht darum, dass ein Person, der das Träumen verlernt hat, in andere Träume eindringen muss, um das eigene Träumen wieder zu erlernen. Das ist quasi die Grundprämisse, genau. Und das, da habe ich auch eine neue Methode so ein bisschen ausprobiert. Da habe ich halt sehr viel vorstrukturiert. Habe auch so eine Pinnwand geholt, ne, die ganzen Storybeats und so alles. Auch eher gesagt vom Film, die ich damals noch vom Film mir angeeignet habe. Und habe dann schnell gemerkt, das ist eine Riesenhilfe in dem eh schon vollen Alltag. Weil wenn man, früher habe ich halt immer sofort einfach angefangen zu schreiben, mit so ein paar halt natürlich Worldbuilding-Elementen, die man vorher aufgeschrieben hat, aber die Struktur war noch nicht klar. Die habe ich dann halt in meinem BAM-Schreiben Ist entwickelt. das Habe ich jetzt wissenschaftlich gemerkt. fiktiv oder ist das Fantasy oder ist das Das ist auch eher Fantasy? Fantasy. Ja, Okay. genau. Ja, ich habe mir jetzt eine Struktur entwickelt und ich habe gemerkt, wenn ich natürlich jetzt nach Hause komme, gucke ich auf meine Pinnwand, ich weiß, wo ich stehen geblieben bin, ich weiß, wo ich jetzt mit der nächsten Szene hin will, kann sofort wieder ins Schreiben kommen. Es ist halt schwieriger gewesen, wenn ich alles im Kopf gemacht habe, weil man dann erstmal wieder reinkommen musste, wo war ich eigentlich? Ne, da auch so ein bisschen dieses Alltagspraktische, was mich jetzt dazu gebracht hat. Also, ne, man merkt, ich bin noch jung, mache das jetzt, obwohl ich jetzt schon 5 Jahre mache, aber ich versuche immer noch neue Sachen aus, um über diesen Schreibprozess regelmäßiger hinzubekommen und vor allem auch so ein bisschen besser zu strukturieren. Ich finde das voll spannend. Ich würde das auch diesen Weg, den du mir gerade erklärst, auch dokumentieren, weil ich es sehr interessant finde, auch für andere, die anfangen wollen zu schreiben. Und es gibt ja viele Schreibende, die nicht so strukturiert sind oder da neue Ideen gebrauchen können und so weiter. Find ich sehr spannend. Aber da gibt es ja auch zum Glück sehr viele Bücher, ne, die dir Ja, sagen, natürlich. wie schreibe ich sowas. Ne, da habe ich mir so ein bisschen alle mal durchgelesen und dann halt meinen eigenen Schuh draus gemacht. Ne, so was für Ja. mich dann, ja, erstmal das ausprobiert, geguckt, was passt für mich. So, und ich bin jetzt so ein bisschen bei so einer Drei-Akt-Struktur, ne, dass ich dann halt überall so 9 bis 10 Zettel mit 10 anpinne, ne, dann kann ich verschieben. Versuche immer zu gucken, ne, was ist der Hauptkonflikt in der Szene, damit die auch nicht langweilig wird. Und so ein bisschen auch, was so eine emotionale Veränderung ist. Ne? Weil irgendwas muss ja passieren. Man kennt das alles selber, man liest Bücher, die sind auch gut, aber dann gibt es immer wieder das hier, bei dem ich denke, okay, ja, er hat jetzt nicht so viel Zeit gehabt an dem Tag, als er die geschrieben hat. Die ist jetzt halt drin, weil er schreiben wollte, nicht weil die vielleicht unbedingt auch für die Handlung sinnvoll ist. Aber es wird wahrscheinlich auch mal passieren. Ne? Das ist mein Versuch, das so ein bisschen quasi auszudünnen, dass dann wirklich auch nur relevante Szenen dann noch im Buch sind. Ja, ich meine, es ist natürlich ein super Thema, weil es ist natürlich auch grenzenlos, ne? Da kannst du ja wirklich aus den Vollen schöpfen und überall hinfliegen, im wahrsten Sinne des Wortes bei diesem Ja, Thema. deswegen aber auch sehr wichtig, erstmal Grundregeln, ne, für dieses ganze Traumreisen zu etablieren, ne, damit das auch dann Sinn ergibt. Ne, nicht, dass man dann denkt, okay, jetzt holt er hier jetzt was raus, ne, was jetzt irgendwie 80, 100 Seiten nicht relevant war, was er jetzt aber braucht, um die Story weiterzubringen. Das ist dann auch doof für den Leser, das merken die ja auch. Ne, man kann den Leser auch sehr selten nur verarschen, guten, Ja. das mal so flach zu sagen. Ne, die merken sofort, wann hat er jetzt hier so einen Storybeat gebraucht, den er vorher nicht vorbereitet hat, um jetzt die Story einfach weiterzubringen. Ne, das versucht Ja, man und dann so danach wieder ist zu es dann auch leiten. vorbei, ne? Wenn du Genau. merkst, dass nee, das ist nichts, dann auch Ja, was danach man hat kommt, ist ja dann als, egal, ja. genau, als Mensch hat man ja so ein intuitives Verständnis ja auch für Storytelling. Man hat ja so viele Sachen schon gesehen, gelesen, irgendwie oder sonst was, ne? Ich meine, jetzt Netflix und alles. Und dann versteht man schon, wann jetzt hier die Story nicht mehr rund ist. Auch wenn man es nicht quasi fachlich oder wissenschaftlich sagen kann, woran es liegt. Ne? Man hat so ein Gefühl, man versteht sofort, okay, hier ist irgendwas nicht rund. Ne? Irgendwas zieht mich jetzt quasi aus dem Lesefluss raus. Hört sich auch Und so ein das bisschen muss man an, halt. als ob das so ein bisschen sogar, auch wenn es fiktiv ist, aber ist da auch ein bisschen Ratgeber mit drin oder Impulsivgeber mit drin in dem Buch? Bisschen schon, ja. Das ist halt eher auch
so mathematisch, ne, geht auch viel so um Depression, ne, also eher so düstere Themen, wenn man so möchte. Und es ist halt eher ein Buch, was versucht da quasi zu zeigen, ne, wie ist der Weg daraus. Ne, also quasi, er ist halt so, kann da nicht träumen, kann halt seine Emotionen nachts nicht mehr verarbeiten und er versucht halt jetzt händeringend eben dieses Träumen wieder zu erlernen, um halt emotional sich nachts oder auch generell mit sich selbst auseinandersetzen zu können. So, das ist so ein bisschen der Inhalt des Buches. Ne, das ist auch so ein bisschen, ich bin jetzt kein depressiver Mensch, ne, will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie jetzt so quasi komplett meine Story ist. Ne, es ist natürlich als Autor immer mal so Phasen, die man selber mal im Leben hatte und die versucht man dann natürlich für die Dramatik, ne, zu überspitzen dann im Buch. Weil man möchte, keiner möchte irgendwie so ein seichtes, ne, alles so angeschnitten, sondern möchte ja schon irgendwas haben, was auch thematisch dann im Buch drin ist, das auch vernünftig bearbeitet wird. Ich würde sagen, es ist jetzt ein bisschen sinnbildlich für auch so einen Moment, eine Phase in meinem Leben, das halt aber sehr überspitzt ist. Ich war jetzt nicht so drauf, wie der jetzt im Buch. Nicht, dass man denkt, jetzt der Kevin ist jetzt hier andauernd traurig und jetzt suizidgefährdet, so ist es nicht, aber das ist natürlich jetzt alles sehr überspitzt gewesen. Es ist sehr spannend, weil es finde ich auch, wir müssen immer dazu sagen, es ist ein Roman und er ist natürlich fiktiv. Fantasy Genau. auch. Genau, aber es hört sich auch ein bisschen an, dass das richtig passend für den Zeitgeist im Moment ist, ne? Also wir haben ja in der Breite, sage ich mal, weltweit so ein bisschen diese Orientierungsschwierigkeiten oder so, ne? Und das ja ganz interessant, die Verarbeitung, ne? Wie gehe ich mit der Ist-Situation um und wie gehe ich mit meinen Voraussetzungen, die es vielleicht auf einmal gar nicht mehr gibt oder anders gibt, um, ne? Und so. Ja. Sehr, sehr, sehr Ja, interessant. genau, das ist auch so ein bisschen daraus entstanden. Man sieht das ja, wir auch wieder Thema Schule, ne, Schülern, also was da auch wirklich an so psychischen Problemen auf alles da ist. Ne? Weil ich glaube, die ganze Internet-Handy-Kultur, die wir etabliert haben, die ist meiner Meinung nach nicht gut für den Menschen. So. Muss man auch nicht drum herum reden. Das ist halt, man lebt nur nach Idealen. Ne? Also jedes Bild, was man sieht, ist ein Ideal. Ne? Eigentlich weiß man innerlich, das ist eh jetzt hier mit Filtern und der ist jetzt wahrscheinlich auf Dubai eingeladen worden, ne, von irgendeinem Sponsor. So, aber das Problem ist, ne, das, was man ja sieht, das wird immer Realität. Wenn man andauernd damit konfrontiert wird, auch wenn man unterbewusst irgendwie weiß, okay, das wird jetzt nicht wirklich hundertprozentig so sein, ne, das Bild festigt sich halt bei allen so. Ja, Wahrheiten, Wirklichkeiten, Perspektiven, Realitäten, das ist im Moment so dieser Zeitgeist, dieses Thema, Genau. was ja total verschoben wird. Und was du eben gesagt hast, was noch dazu kommt, ist natürlich auch die Menge, die wir in uns aufnehmen dürfen, müssen, können, sollten, die ist total hoch. Und die hat ja Mensch noch nie vorher gehabt in dem Maßen. So viele Eindrücke haben wir ja in den letzten Jahren und Jahrhunderten als Mensch nie gehabt. Also das heißt, wir verändern uns ja diesbezüglich auch total, ne? Ja, Also vor allem anonyme Eindrücke, ne? Das kommt nochmal dazu. ja, Davor war der unterbewusst, klar. genau, die was mit uns machen. Wir wissen ja schon, dass wir in unserem Gehirn was Neues, wegen unserem Daumen alleine, ne? Ist schon wieder ein neuer Platz, ein neues Netz hier in unserem Gehirn. Passend dazu haben wir gebaut, ne? Also wahrscheinlich wird die Körperhaltung noch so werden, weil wir immer dem Handy hinterherlaufen. Das heißt, wir werden uns auch körperlich verändern. Also schon ganz spannend, sehr interessant. Ja, spannend. Da müssen wir unbedingt nochmal ein Thema aufmachen, merke ich gerade. Sehr, sehr interessant, was da rauskommt. Titel für den Roman hast du schon? Ja, die Träume der anderen. Oh. Klingt fast wie das Leben der anderen. Genau, die Träume der Ja, anderen. das ist mir Ja, danach aber auch egal, aufgefallen. egal, ist Genau. gut, weil den merkst du dir. Ja. Merkst du dir. Ja, aber das ist ja Ja, auch sehr oft so, man spannend. denkt, Sehr spannend. ja, Ich man bin echt denkt ja manchmal, gespannt. man ist so ein Genie, man kommt auf eine Idee, man hat so einen geilen Titel und dann irgendwann, irgendein Freund, Bekannter sagt dir so, gab's schon mal oder hört sich so an wie Ja, der und der. Das war passiert ja schon andauernd, alles dann ärgert da, man ne? sich. Gibt Ja, ja, unterbewusst hat man es ja auch alles gehört, das kommt irgendwo her, ne? Die Ideen kommen ja nicht einfach aus dem Nichts sehr so so. ein universelles Gesetz, es ist schon alles da. Ja, sehr spannend, sehr interessant. Ich hoffe bald, ne? Und ich glaube, wir haben den einen oder anderen schon ein bisschen neugierig gemacht darauf. Hoffe ich auch. Mein lieber Kevin, es war mir eine Ja. große Freude, mit dir zu sprechen. Wir machen noch auf jeden Fall noch mal ein Thema auf. Und ich bedanke mich recht herzlich, wünsche deinen Liebsten und dir eine wunderbare Zeit jetzt noch und vor allem deinen Schülern und auch dir weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem Schreiben und Kreativsein. Danke dir. Vielen Dank. Danke für die Einladung und alles auch an dich, ne? Guten Rutsch, schöne Feiertage.